Guten Morgen. Heute möchte ich euch ein paar Tipps zeigen, damit Tulpen oder auch Hyazinthen, dass ihr lange Freude damit habt, damit die lange erhalten bleiben. Egal, ob ihr sie im Blumengeschäft kauft, beim Discounter, wo auch immer, diesen müsst ihr beim Discounter kaufen. Damit zeige ich euch mal, auf was es ankommt. Wir fangen an genau mit den Tulpen. Dann natürlich erstmal die ganze Verpackung weg. Das Wichtige ist, Tulpen niemals schräg anschneiden, sondern immer gerade. Auch nicht mit der Schere, weil da kann es passieren, dass ihr sie zusammendrückt oder ein bisschen gematscht wird und dann geht das Wasser ziemlich schnell um. Deswegen gerade Schnitte. Also gerade frisch anschneiden. Jetzt müssen wir gleich mal gucken, ob wir die Länge, ich glaube, die sind mir eigentlich fast ein bisschen zu lang für die Vase, die ich rausgesucht habe. Also wichtig ist gerade, können wir da mal mit der Vase. Dass es so lange rausschaut, ist jetzt nicht so meins. Ich möchte lieber kürzer haben. Also gehen wir einfach vor und ich schneide einfach zwischen dem unteren Blatt. Sag ich mal das untere Blatt weg und da schneide ich einfach. Das ist dann die neue Stelle für die Vase. Ja, das gefällt mir besser, weil ich möchte sie nur so ein bisschen rausgucken lassen. So, das heißt dann, genau, machen wir das für alle anderen auch. Ich schneide einfach das mit dem Blatt gerade ab. Hier ist eine, auch die hat leider schon was verloren, das heißt, die kommt nicht mit in die Vase. Genau, und bei den anderen schneide ich gerade mit dem, oh, genau, wichtig ist gerade und nicht, dass irgendwas verletzt ist. Genau, einfach gerade abschneiden. Und damit habt ihr dann mehr länger Freude. Wichtig ist bei Tulpen, oh, jetzt ist das, guck mal, das eine Blatt ist jetzt so weit unten, da gibt es noch ein weiteres, das heißt, das mache ich jetzt weg, weil die Tulpen, wenn sie im Wasser stehen, die Blätter bitte sollen nicht im Wasser stehen, weil dann kippt das Wasser schneller. Das heißt, der Stängel soll nur im Wasser stehen. Hier ist jetzt eine, die war so ein bisschen zerdrückt, das ist halt einfach. Ja, beim Discounter kriegt man da vielleicht eine andere, kriegt man auf jeden Fall eine andere Qualität als bei der Gärtnerei. Aber dann soll sie ein bisschen kleiner, kriegt sie eine, trotzdem eine Chance. So, das heißt, die Tulpen sind vorbereitet. Jetzt möchte ich, bis auf die Kleine, dass die anderen gar nicht so schnell wachsen. Dafür habe ich eine kleine Nadel. Und mit dieser Nadel steche ich überall einmal richtig rein, in die, unter jeder Knospe. Da ist noch ein Blütenblatt von der anderen. Einmal reinstechen. Das sorgt bei diesen Blüten jetzt dafür, dass die Tulpe nicht mehr wächst. Dass sie die Länge so behalten. Also ihr kennt das ja, sonst wachsen sie so aus der Vase heraus. In dem Fall möchte ich, dass sie genau diese Länge behalten. Das heißt, einmal mit der Nadel reinstechen, bis auf die eine, da werde ich es nicht tun. Weil die jetzt einfach ein bisschen kürzer ist, die darf wachsen. Dann habe ich hier eine Vase. Wichtig ist, dass ihr jede Vase vorher gründlich reinigt. Entweder mit Essig richtig gut ausgewaschen oder halt mit Spüle. Bitte nicht, dass da irgendwelche Reste sind, weil sonst kippt das Wasser schneller. Hier habe ich noch vom letzten Jahr draufgelassen, weil mir es einfach so gut gefallen hat. Einen Sticker drauf, den habe ich sozusagen genau selbst entworfen, gibt auch bei uns im Etsy-Shop, aber muss ja nicht sein, das heißt, wer vielleicht selbst einen Text drauf hat, selber irgendwie so Aufkleberfolie oder mit einem Edding, kann man sich auch Frühlingsduft, Frühlingszauber selber draufschreiben. Das heißt, die saubere Vase, jetzt gebe ich da ein bisschen Wasser rein, aber halt nur etwas, genau, so 1,5–2 cm Boden bedeckt, damit wirklich nur die unteren Enden der Tulpe im Wasser stehen und nicht die Blätter in Berührung kommen. Ich kann das ein bisschen so sehen. Jetzt kommt die klitzekleine, kommt auch hier mitten rein.
und gucken, ob sie es schafft, bis Ende der Blühzeit rauszuwachsen oder gleichzuziehen. So, genau, und so sieht es jetzt in der Vase aus. Das heißt, ihr seht, nur die Stängel sind im Wasser, nicht die Blätter. Genau, alle 3 Tage bitte das Wasser wechseln. Genau, vielleicht fasst noch mal kurz zusammen die Tipps. Einmal, wenn ihr nicht möchtet, dass sie wachsen, bitte mit der Nadel anstechen unter dem Blütenknopf. Dann gerade abschneiden, bitte nicht schräg schneiden. Blätter bitte nicht ins Wasser. Alle 3 Tage Wasser wechseln. Und umso länger ihr sie noch ein bisschen immer kühl stellt und wenn es nur nachts ist, habt ihr länger Freude dran. Das waren die Tipps zu den Tulpen. So, nach den Tulpen, habe ich euch ja versprochen, kümmern wir uns um die Hyazinthen. Die Hyazinthen sind schneller in der Bearbeitung. Zumindest so, wie ich sie bearbeite. Ich würde sie nach dem Kauf nicht nochmal anschneiden, solange sie immer nass waren und gut aussehen. Denn nach dem Anschneiden, das heißt, wenn ihr sie frisch angeschnitten habt, müssten sie mindestens 10 bis 15 Minuten im Wasser stehen, alleine, weil sie Schleim absondern. Erst dann können sie in die Endvase rein. Wichtig ist auch bei dem Schnitt, dass sie knapp über der Zwiebel abgeschnitten sind. Deswegen, wenn ich Hyazinthen kaufe, gucke ich, dass sie eine gute Qualität haben. Das ist dann egal, ob bei der Gärtnerei oder auch im Supermarkt. In dem Fall, die sahen halt einfach toll aus. Also lasse ich sie so, weil ich weiß, sie haben schon ihren Schleim abgesondert und somit kann ich sie direkt zu meiner Tulpenvase dazu machen und habe noch ein rosa Highlight mit den weißen Tulpen. Also gerne ich weiß mag, so ein bisschen rosa. Da rosa und pink hier meine Lieblingsfarbe ist. Genau, finde ich, schadet nie. Das heißt, jetzt stecke ich die einfach so mitten rein. Vielleicht so grundsätzlich ein Tipp, damit ihr mehr Freude überhaupt an Frischblumen habt. Stellt sie bitte nicht direkt neben einer Obstschale mit Äpfeln, weil Äpfeln, das gilt bei Bananen, Äpfel und Banane passen nicht zusammen, genauso mit Blumen, weil dadurch blühen die schneller auf, reifen schneller, die Bananen reifen schneller und die Blumen blühen schneller auf. Daher bitte keine Apfelschale neben den Blumen, dann habt ihr länger Freude dran, egal welche Blumen es sind. Super, ich wünsche euch viel Spaß und lange Freude an euren Frischblumen. Tschüss!